Guten Tag, ich bin das Ding und herzlich willkommen zur 45. Folge von Big City. Wir haben reichlich Pläne, die sich darum drehen, größer zu werden und Bente kaputt zu machen. In 2,5 Stunden ungefähr, mal eben gucken. 2 Stunden 33 Minuten, ja. Und nebenbei brauchen wir halt mehr Einfluss für Kriegsschiffe. Und wenn Bente weg ist, können wir die ganze Flotte hier verkaufen. Und unsere Bilanz geht viel, 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 viel besser. Und wir haben wieder richtig viel Einfluss. Wir versuchen halt alles miteinander so ein bisschen zu verknüpfen. Schiff ist unterwegs runter, um Schlachtkreuzer bereit. Kriegsitems zu kaufen. Ich habe eine Handelsroute eingestellt, dass Erze Ich gekauft werden. beobachte Sie auf Und so Schritt wie es aussieht, 121 reicht und Tritt. auch Die eine Waffenruhe Route. wurde beendet. Unser großes Problem, das, was uns aktuell ausbremst, ist tatsächlich der Stahl. Und ich habe mir eine Stahlproduktion hier gegönnt. Wo ist sie? Hier oben. Und hier haben wir auch schon 54 Stahl. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, das geht uns nichts an. Ich wollte nur mal eben kurz bei dem Stahl gucken, ob wir wieder genug haben, damit wir Stahlträger herstellen können. Ja. Okay. Das läuft. Und der Öltanker Ja, ist auch schon Kaiser bereit. fertig. Halleluja. Wie sieht es eigentlich in unserem Öllager aus in der neuen Welt? Schiffe können wir aktuell nicht kaufen, weil wir keinen Einfluss haben. Das ist am bärsten. Das ist echt knüppelvoll. Wie sieht es denn hier mit Bänder aus? Pipifax, Pipifax. Ah, gut, drei Kanonen. Ah, hier haben wir sie recht schnell weggeballert. Okay. Mir wurde geschrieben, ich habe eine Mine hier vergessen. Also hier habe ich zwei angezapft von den dreien. Und hier habe ich zwei angezapft. Also fehlt definitiv eine. Und das hatte ich nicht gemacht, weil ich noch nicht genug Holz hatte, ne? Ah, falsche Straße. So. Holen wir das mal nach. Auch danke für diesen Kommentar, für den Hinweis. Da war wieder ein Soundbug gerade. Mine bauen. Und ein Lagerhaus. Los geht's. Wie sieht's denn eigentlich aus mit unserem Kaffee? Nochmal eben kontrollieren. Das war ja mein erstes, in Anführungsstrichen, Experiment mit der Handelskammer. Im etwas größeren Format. Und Kaffeebohnen produzieren wir zu viel. Das ist gut. Und Tabak ist voll. Und Trauben. Das kommt alles durch Inie. Wir produzieren gelegentlich extra Paprika, Kartoffeln und Trauben. Diese nutzen wir aber aktuell noch nicht. Werden wir aber später nutzen müssen. So Kleinigkeiten. Der Tabak ist halt gut, ne? Ja. So, Gold hatten wir jetzt genug. Wir hatten zum Glück hier uns einen Vorrat angelegt, sodass es nicht aufgefallen ist. Und du holst schon mal die Stahlträger, die wir hier haben, auch wenn es nicht ganz so viele sind. Ja. Die Dampfmaschinen lassen wir da für schlechte Zeiten und wir haben die 3 Millionen schon geknackt. Cool. Beidrehen. Okay. Wie sieht es aus mit den Einwohnern? 5000, 6000, 5000. Ich brauche die 7500 Investoren unbedingt. Ich muss die dritte Entwicklungsstufe weiter aufsteigen lassen. Ist hier noch Strom? Nein. Ich muss jetzt langsam wirklich gucken, wo überall noch Strom ist. Diese Zelle hier darf komplett aufsteigen. Ihr habt komplett Strom. Und ich habe wieder keinen Stahl. Öl hier müsste ich eigentlich. Ist konstant.
Wofür habe ich ihn hier? Wofür läuft der noch? Er hier ist für die Weltausstellung zuständig. Ey, weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Okay. Ich muss die Straßen neu ziehen. Räumen wir hier mal eben ein bisschen auf, ja? Schiff vom Stapel gelaufen. Moment, Leute. Moment. Das hier so her und so. Dann kann das alles weg. Das braucht kein Mensch. Ihre Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. Die Doppelstraße will ich behalten. Wie? Wo? Hier. Ernsthaft? Oh. Moment. Genau da, wo Polizei nicht drankommt. Ich baue sie erstmal auf den Kraftwerkplätzen. Oh. Das ist aber nicht schön. So, die Doppelstraße, die will ich erhalten. So, das kann aber weg. Die Schiene... immer besser eine Doppelschiene wegführen von diesem Öldepot. So. Damit die sich nicht in der Quere kommen. Sie hatten ihren Spaß. Nun sind wir an der Reihe. Auch hier führe ich eine Doppelschiene ein. Dann reicht es auf jeden Fall mit den Doppelschienen, dass da keine Probleme mit den Zügen sein dürften. So. Ab und zu mal hier so eine Trennung rein, dass sie jederzeit ausweichen können. Einen freilassen und so. Ach, deswegen geht das nicht. Moment, Leute. Kleinen Moment. So. Und weiter geht's. So. Mehr will ich auch nicht. So. So. Nur diesen Hauptweg mache ich doppelt. Von hier nach hier. Und hier ziehen wir halt diese Kreise rein. Ne? Hier haben wir die Doppelstraße. Hier und hier unten auch noch. Dann klappt das hoffentlich mit den Zügen. Dass reichlich Züge fahren können. Und das zweite Kraftwerk werde ich ja hier hinsetzen. Die Polizei werde ich verschieben, sobald das hier weg ist. Und das Kraftwerk schon mal bauen, dass ich mich wirklich darauf konzentrieren kann, hier weiter die Gebäude hochzutreiben. Was mir fehlt, ist so ein kleiner Modus wie bei Stronger Crusader, dass ich Leertaste drücke und die ganzen Gebäude abgesenkt werden. Dass ich dann nur noch die Straßen sehe. Zum Plan. Das war echt geil immer bei Stronger Crusader. Du darfst aufsteigen. Du auch. Du auch. Komm, du auch. Und warum wollt ihr nicht aufsteigen? Ah, da müssen noch Leute einziehen. Okay, das dauert echt lange. Wie sieht's denn hiermit aus? Event öffnen. Ich fühle mit jedem Atem Belohnung enthüllen. Lebensfreude in mir. Gut, das hatten wir schon. Brauchen wir nicht. Und das hatten wir auch schon. Ah, jetzt haben wir es halt mehrmals. Das Gesuch ist angenommen. Machen wir mal noch so eine Ausstellung. Das wird das Spektakel des Jahres. Bei den niedrigen Ausstellungen darf ich halt auch nicht zu viel erwarten. Ne? Immer noch? Ja, immer noch. Die Musik davon, die stört mich immer.
Quests aussteigen. Ach, kostet das 3 Stahl? Tatsächlich. Tatsächlich, okay. Stahlschiff müsste doch mittlerweile... Ah, ne. Items. Stahlschiff müsste mittlerweile da sein. Komm, die Kuh erstmal, die ist wichtiger. Die Kuh ist wichtiger. Da ist es, Ludgolain. Und wieder zurückfahren. Dann endlich die Varieté hier unten bauen. Oder Theater, wie es auch heißt. Die Straßen sind wieder sicher. Und bald kommt der Patch, ne? Der Antichrist. Nein, Spaß, der Anarchist. Da bin ich mal echt gespannt drauf. Da werde ich, denke ich mal, auch eine ganz kleine Reihe zu machen, wo ich den vorstelle. Vielleicht auch eben platt mache. Eben, ich weiß nicht, wie schwer der ist. Das wird, denke ich mal, ganz interessant. Träumchen wieder wegmachen. Das ist ein Träumchen. Und hier Ziegelstraßen. Ich mag es nicht, wenn keine Ziegelstraßen da sind. Sehr schön. Habe ich hier beide Kupferminen? Ja, beide. Erze? Ja, sehr gut. Lehm ist uninteressant. Die würde ich echt gerne wegmachen, ne? Und der Aufstand ist beigelegt. Dann nehmen wir dich mal. Und packen dich da unten rein. Auch wenn ich dafür einige Häuser abreißen musste, was mir sehr leid tut. Ich muss Schienen legen. Das ist natürlich jetzt echt nicht prickelnd. So voll wie es hier ist. Erstmal die Straßen dafür abreißen. So. Da gehört, da geht einer niemals ohne Krawatte aus dem Haus. So. Okay, das wäre schon mal hier runter. Aber ich muss auch abbiegen. Das Band ist durchschnitten. Sie strömen herein. Ausstellung eröffnen. Gut, machen wir das. Ach, das ja, ich vertue mich immer noch da. Das jetzt noch 10 Minuten warten. Jetzt noch 10 Minuten warten. Ich muss bis darüber kommen, okay. Dann machen wir die mal hier weg. Okay. Also mit dem Strom stehe ich noch ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich freue mich drauf, wenn ich die Stadt neu plane, dass ich den Strom vorher schon planen kann. So. Gleichzeitig will ich auch die Schienen schon mal hier unten herlegen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Haben wir gleich, ne? Ich weiß, es ist gerade nicht das Spannendste, was ich mache, aber es muss sein. Schienen. So. Baugelände blockiert. Fängt ja gut an. Bis hier runter. Bis hierhin. Bis dahin. Und bis dahin. Dann muss ich auch hier die Schiene komplett hochführen, damit es auch wirklich ein Kreis ist, weil sonst entsteht hier eine Engstelle. Ja. Machen wir das auch mal eben. So. Und weiter geht's.
Mist, das ist ja gar nicht die Doppelstraße. Hier. Was ist denn da? Keine Steinstraße. Geht ja gar nicht. Gut. Hoch geht's hier. Das lasse ich einfach ab und zu so eine Straße. Zur besseren Verbindung, dass die Bank trotzdem noch eine hohe Reichweite hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich einen Einfluss hat, aber ich mache es einfach mal. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Schon wieder eine Berühmtheit. Ein Spediteur. Ein Grüner. Was macht er denn? Gucken wir doch mal. Handelskammer. Nein. Hafenmeisterei. Auch nicht. Hä? Da, Ladegeschwindigkeit plus 30%. Cool. Kiste unter Deck. So, Eiskrone. Spediteur. Fertig. Sehr gut. Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein. Kriegsitems muss ich auch noch gleich kaufen, ne? Das darf ich nicht vergessen. Und ja, ich muss wieder ein klein bisschen shoppen. Tut mir leid, aber das muss sein. Dieses Mal will ich nicht ganz so unvorbereitet in den Krieg gehen. Ja. So. Meine Frau sagt, sie lügen. Geht das so? Geht nicht. Komm, führ doch einfach die Straße bitte da drüber. Ach, ich weiß, warum er das nicht macht. Moment. So. Perfekt. So habe ich's. Und Schiene. Da geben wir auch gerade das ganze Eisen wieder für aus, ne? So. Und wie viel Öl haben wir? 1000 ist wieder auf Anschlag. Strom, Kraftwerk. Ach, das muss ja auch an der Straße sein. Wieso Blaupausenmodus? Ich vermute mal wegen dem Stahl. So ganz einfach. Mal gucken. Ja, 40 Stahl kostet das. Wir haben schon mal einen Blaupausenmodus, das ist schon mal gut. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, shoppen. Kurz gucken hier. Sie sind eine ja, eine Route ist schon fast zu viel hierfür. Das reicht. Gut, es reicht nicht komplett für die Kohle, aber es reicht für die anderen wichtigen Sachen. Kohle ist ziemlich unwichtig. Auf die Station! Und handeln. Gerade betrinken und jetzt kommst du. Was würde das kosten? Damit wäre mein Geld sofort weg. 150 Stück. Könnte ich mir nicht mal leisten. So. Kriegsschiffe, Schaden pro Schuss 25%, Präzision plus 35%. Torpedo 3500 Schaden. Für nur 30.000 handeln. Nimmst du eine Prise Arbeitskräfte erforderlich minus 20% für Glühbirnenfabrik gekauft. Handel ist nie fair. Ich wusste gar nicht, dass sie auch so Items hat. Du siehst aus, als hätte dich die Königin geschickt. Kaufe ich das, kostet 243.000. Nee, ich werde blaue Items und so kaufen, außer die günstigen, epischen, so wie der Torpedo. Piratenmodus erlaubt es,
Schiffe anzugreifen, auch wenn dem Rotschling kein Kriegszustand herrscht. Geschickt. Kostet 255.000. Hält 5 Minuten. Damit könnten wir Bente auch wegmachen, ne? Jedes Schiff so eine Flagge. Dann die Torpedos einsetzen. Ist das eine Option? Ja, ne? Schaden an Gebäuden plus 50%. Das Item habe ich schon. Soll ich? Da müsste ich aber 10 Stück davon haben, ne? Nee, wir werden Krieg machen. Das ist mir zu teuer. Mit den Torpedos ist die Sache auch schnell erledigt. Nochmal würfeln. Wer kein Freibeuter ist, beeinflusst alle Produktionsgebäude, wenn aktiv. Arbeitskräfte erforderlich, minus 15%, Dauer 2 Stunden. Aufstandsgefahr minus 90%. Ist ja voll blöd, das Item. Gefällt mir nicht. Schon wieder der Torpedo. Hätte ich die aus den steifen Fingern pulen sollen. Der Torpedo gefällt mir. Aber schon 3 Nimmst Stück. Du eine Prise Pulver in den Schnaps? Und die machen 3.500 Schaden. Und so ein Abwehrgeschütz, Hafen, hat, steht nicht dabei, 4.800 Leben. Also ist das damit schon mal fast kaputt. Das sind gute Torpedos. Ich wollte mich gerade betrinken und jetzt damit spart man du. Viel Zeit. Wenn aktiv, Schaden 5.000, Selbstzerstörung. Nee. Den mag ich auch nicht. Schaden pro Schuss 10%. Für Kriegsschiffe. Kostet 23.000. Ja, komm, den gönnen wir uns. Nur noch hier rausschmuggeln. Weiter geht's. Ich hätte mal gern ein paar Mörser oder so, ne? Das Besitz sowieso wieder instant Familie. Kaufen. Wer kein Freibeuter ist, ist Beute. Schaden an Gebäuden plus 29%. Was zum Teufel hast du hier verloren? Und ein Mörser. Gekauft. Hätte ich die aus den steifen Fingern pulen sollen. So, Schaden an Segelschiffen, egal. Du siehst nicht aus, als hättest du meinen Vater gekannt. Die hat eine Was hohe Selbstreparatur, ist aber ziemlich teuer. Die könnt ihr immer hin und her schieben für die Selbstreparatur, ne? Der Vorhang ist und die ist gut für Lesmer, Navigation, genau, Kampfkraft und Gefechtskunde, ne? Für Expeditionen. Handel ist nie fair. Und gleich hat sich auch schon... Was zum Teufel hast du hier verloren? Ach, ich bin doch im Handelsfenster. So, ein Item kann ich noch Nimmst kaufen. Du eine Prise Pulver in den Schnaps? Was macht er? Trefferpunkte. Ah, ne, den will ich nicht. Schaden plus 10%. Moment. Mal eben ändern hier. Wer kein Freibeuter ist, ist Beute. Ach, ich mache jedes Mal denselben Fehler. So. Und ich hier hin. Was zum Teufel dann hast du hier ich verloren? Müsste ich doch eigentlich... Habe ich jetzt gewürfelt, statt zu handeln? Oh, ich Idiot. Ich Idiot. Trefferpunkte plus 600, Selbstreparatur 300%. Das ist schon mal gut. Schaden plus 10%. Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. Zerstörungsaufgabe. Nehme ich das an? Nee. Hätte ich die aus den steifen Fingern pulen sollen. Er ist noch richtig. Ah, ne, ist für den Hafenmeister. Moment. Schiffe, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ist alles für Schiffe, ja. Außer er hier für die Handelskammer. Bringe ich die Items mal weg, ne? Kessel unter Dampf! Die nächsten Items darfst du tatsächlich kaufen. Ich hatte doch ein Schiff ausgerüstet mit Handelspreise minus 15% und minus 5%. Wieso habe ich ihn nicht genommen? Ah, fahr du mal hier runter, Ludgolain. So. Gut. Wie viel Stahl haben wir? 34. Okay, machen wir die 31.000 Bewohner mal eben voll.
Und... ja, jetzt gleich haben wir es. Müsste jetzt steigen. Zwei Stahl, also können wir noch drei. Kommt schon. Das schaffen wir die Folge noch, die 31.000. Sollte nicht so das Problem sein. Dann darf Diablo mal hier hinfahren. Und das Stahl hier wegholen. Neue Lieferung. Ach, ich habe zwei Stück hergestellt direkt, ja. Wir drehen bei. Okay. Kosten zwar Unterhalt, auch 40.000 am Plus. Wie sieht's denn aus mit unseren Sekt? Oh, wir produzieren viel zu viel Sekt. Das ist gut, das ist gut. Kaffee, Glühbirnen nehmen ab. Oh, Glühbirnen nehmen ab. Ich muss mal eben aufschreiben, Glühbirnen nächste Folge. Glühbirnen. So, das ist jetzt die Folge für Sonntag. Und dann warte ich auch erst wieder und werde erst Sonntag wieder produzieren, dass ich Kommentare lesen kann. In den Zeiten, wo ich mir das erlauben kann, so kurz vor knapp zu produzieren, versuche ich es auch ehrlich. Rum haben wir ein Problem. Schreibe ich mir auf. Rum. Bier sieht super aus. Brillen steigt. Steigt, steigt, steigt. Ja, die beiden Sachen nur. Und das sind Sachen Glühbirnen. Geht schnell. Rum geht auch schnell. Mal eben kurz in der anderen Welt gucken. Rum. 213. Steigt stark mit plus 9. Vorsichtshalber mal noch Depots bauen. So. Jetzt fehlen wieder Ziegel. Nicht schlimm. Dann werde ich wahrscheinlich auch die Rumproduktion vergrößern müssen demnächst. Wie sieht es hier aus mit Kaffee? Stabil. Oh. Und sollten wir in die Bedrängnis kommen, dass ich Geld brauche, können wir einmal die Pelzmittel verkaufen. Die geben richtig viel. Hochräder geben richtig viel. Glühbirnen, okay, haben wir aktuell nicht, bringen richtig viel. Taschenuhren sind stabil, bringen richtig viel. Sind alles keine Argumente. Was richtig viel bringt? Sekt steigt aktuell. Steigt nicht wie verrückt, aber bringt viel. Bier bringt viel. Aber... was richtig geil ist. Unsere Dampfmaschinen. Das sind ein paar Millionen Dollar, die wir da liegen haben. 318 Dampfmaschinen. Damit katapultieren wir uns in eine neue Ära. Nee, das ist zu hochgegriffen. Mal gucken. Belohnung in Höhlen. Ja gut, war nichts anderes zu erwarten. Ne? Veranstaltung beginnen. Wie viele Investoren haben wir? 6.678. Okay. Dann machen wir mal eine Architektur tatsächlich. Haben Sie einen Favoriten? Es wird keine Grenzen geben. Okay. Bereit zum Einsatz! Und das Item hier und die ganzen Kriegs-Items hier oben verteilen. Fahr du mal hier so mitten rein. Die ganzen Torpedos vor allen Dingen mal verteilen an die ganzen Leute. Richtig geil. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch mehr Mörser, dass ich Torpedos einsetze. Bam, 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 bam. Jedes Schiff mindestens ein Torpedo. Und dann die ganzen Mörser. Bam, 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 bam. Und dann ist sie weg. Dann können wir wirklich mit der Flotte, die wir aktuell haben, glaube ich, sie auch platt machen. Mörser ist halt noch wichtiger als die Torpedos, nicht weil die kann man immer wieder einsetzen. Stiefelpolitur schmeckt gar hier machen wir das schlecht. Übliche, ne? Wir wollen Geld haben. Kaum ja, wollen wir noch? Ich war gerade kurz am Überlegen. Und bitte keinen Aufstand. Manchmal ist weniger mehr. Und veröffentlichen. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Ich kann all den Unsinn kaum noch ernst nehmen, der da geschrieben steht. Ja, ja. Halt den Mund. Die Bente. Gut. Ist das Schiff unten? Ich gehe wieder über 30 Minuten. Wir shoppen noch mal ganz kurz, ja?
Schaden? Ah ne, ist Hafenmeisterei. Das ist wieder die Flagge. Seht ihr, wie hier alles deutlich günstiger ist? Ihn haben wir schon ein paar Mal. Oh, ja, die ist mir zu teuer für den Anfang. Was macht er denn? Selbstreparatur. Mörser. Und... Ne, das ist Schaden pro Schuss, aber auch egal. Hier haben wir einen Mörser. Handeln. Das ist nun mal der Preis für Schmuggelware. Weiter geht's. Ich wollte mich gerade betrinken und jetzt kommst du. Sie wollte sich gerade betrinken, das tut mir aber leid. Nochmal würfeln, auch wenn es schon ziemlich teuer ist. Ein Torpedo kostet nur 24.000. Gebt es raus, Jungs. Was suchst du hier bei den Ausgestoßenen? Schaden pro Schuss, das hat 15%. Mehr kostet 100.000. Schaden an Gebäude 29%. Ja, komm. Vermutlich aus den Beständen ihrer Majestät. Ein Item können wir noch. Nimmst du eine Prise Pulver in den Schnaps? Ja. Noch den Mörser. Das ist nun mal der Preis für Schmuggelware. Ach, wir können noch ein Item. Das steckt da. Du siehst aus, als hätte dich die Königin geschickt. Alle 30 Sekunden. Nee, nur 250 Schaden. Das ist mir zu wenig. Ah, hier. 1000 Schaden alle 45 Sekunden. Das ist ordentlich. Jetzt nur noch hier raus schmuggeln. Los geht's. Auch hier hoch. Na. Das macht Spaß. Das macht Spaß, Leute. Und du wirst tatsächlich mal Bier verkaufen. Stelle ich schon mal ein. Damit ich nächste Folge reingehe, das wird ja dann erst in 2 Tagen sein, wenn ich die aufnehme. Und dann tappe ich meine Schiffe durch und sehe, oh cool, Bier verkaufen. Direkt wieder Geld gemacht. Hat man ein gutes Gefühl. Und die Folge geht noch ein bisschen länger. Ich habe gerade gesehen, hier ist irgendwo eine Quest. Auf der Minimap ist ein orangenes Zeichen. Die Massen strömen aus nah und fern herbei. Aber wo ist der Stern dafür? Ist es nicht? Da wird mir doch... Seht ihr das? Das Orangene hier bei meinem Mauszeiger? Ich sehe die Quest nicht. Oder ist es die Ausstellung? Ich vermute mal, es ist die Ausstellung, weil das fertig ist. Haben Sie alles in Ordnung? Ne, weil es gerade läuft. So. Diese Erkenntnisse sind bereits überholt. Dennoch kommen Besucher. Okay, dann würde ich mal sagen, ich bin das Ding. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte einen Daumen nach oben und ein Abo. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.